Ich begrüße euch und willkommen zurück zur Pokémon Weiß Nuzlocke. Wir sind hier im ewigen Wald, wie es da oben gerade stand, sind auf der Suche nach dem Drakoschädel, den Team Plasma letzten Part geklaut hat oder gestohlen hat aus dem Museum. Und ich mache mal kurz die Musik ein bisschen leise auf den Ohren, das ist nämlich ein bisschen laut. Das Theme vom Team Plasma ist ziemlich laut. Und bevor wir losgehen, möchte ich euch bitten, gebt diesem Video einen Daumen nach oben vorab. Das ist natürlich ziemlich gut zum Unterstützen des Kanals und es hilft immer. Denn dann kommen mehr Leute auf den Kanal und mehr Leute können das Projekt sehen. Und es bringt auf jeden Fall, naja, bessere Einschaltquoten und hilft euch wahrscheinlich auch nachher, euch in den Kommentaren zu unterhalten mit anderen Leuten über bestimmte Ereignisse und so weiter. Bevor wir anfangen, gehen wir kurz mal zu unserem neuesten Teammitglied und das ist Peach, unser Limenip, was wir im letzten Part gefangen haben. Ist ein kleines Limenip. Warum ich es Peach genannt habe, weil es sich zu Dressella entwickelt und Dressella ist immer weiblich, genauso wie Limenip. Und gleichzeitig hat es so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Peach. Kleidung und sowas. Und einen hohen Spezialangriff, wenn man es mal so sagen darf. Peach ist ja generell in den Mario-Spielen eher so die Person mit den meisten magischen Angriffen oder höchsten Spezialangriff, wenn man es so benennen mag, im RPG. Von daher finde ich den Namen gar nicht mal so unpassend. Möchte sie auch einmal direkt einsetzen, direkt am Anfang hier. Und anders als im letzten Part, möchte ich in diesem Part die Frage der Folge direkt zum Anfang klären. Und zwar, suchst du vielleicht etwas? Ja, suchen wir etwas? Ja, wir suchen etwas. Ganz klar den Drakoschädel, den ihr gestohlen habt, ihr Mistkerle. Oder Typis. Mäh. Und zwar wäre es die Frage, welche Trainerklasse in der 5. Generation findet ihr am coolsten? Relativ einfache Frage. Und ich möchte einen Feliloop gerne besiegen. Ein Schlafpuder. Ach. Er ist so ein Mist. Er ist so ein Mist mit Schlafpuder und Verfehlen und generell. Oh Gott. 4 Schaden und 4 Schaden und. Okay. Ach, ich hasse Felilu, ganz ehrlich. Wenn es bei uns was machen soll, hat es nie funktioniert. Weil es eingeschläfert worden ist oder verfehlt hat. Gegner macht was. Funktioniert. Zuschuss? Okay. Das hat nicht funktioniert, aber okay. Ja. Was ist der Plan heute? Wir wollen den Drakoschädel auf jeden Fall zurückholen. Heißt, ich werde ein bisschen schneller durchlaufen müssen. Und dafür werde ich ein bisschen Text überspringen, nicht vorlesen. Ich bin doch nur ein Mädchen. Wenn ich meine Lieblingstrainerklasse benennen müsste in der 5. Generation, wären das wahrscheinlich die Ranger. Weil die ziemlich nett sind, bieten eine gute Herausforderung und sie geben einen, wenn man sie besiegt, eine Beere. Oh Gott, ein Terrybug. Das ist total terrible. Oh Gott. Peach muss ja sofort raus, weil das Ding ist gemeingefährlich. Eieieiei. Und ich bin heute auch ein bisschen nicht ganz auf der Höhe. Oh Gott. Bin halt ein bisschen erkältet. Fenster war die Nacht offen und es hat die Nacht geregnet, obwohl es den Tag vorher super schön war. Und morgens waren auch draußen direkt Bauarbeiten und es war echt unangenehm. Das heißt, ich werde heute mal ein bisschen vielleicht nicht so laut oder am Stück sprechen können, weil meine Nase ist ein bisschen Aber ich versuche mein Bestes heute. Nein. Gebra macht auch ihr Bestes mit ein paar Mal treffen und besiegen. Level 19. Wann entwickelt sich Kiesling eigentlich noch Level 20? Gute Frage. Hier, das gehört zur Grundausstattung eines Rangers. Nimm. Eine Maronbeere. Der Wald ist ein lebendiges Wesen. Irgendetwas ändert sich hier jeden Tag.
So wird das Patrouillieren nie langweilig. Ja, kommt auf den Wald an. Kommt auf den Wald an und ich meine, hier unten lag ein Item, das ich gerne haben möchte. Oh Gott, Strawickel. Strawickeln wir uns schnell hier raus, weil das Ding ist gemeingefährlich. Hat einen echt widerlich hohen Angriff für einen Käfertypen. Der ersten Stufe. Vor allem mit Käferbiss, das macht ordentlich Schaden. Und halt Rasierblatt, was es auch lernen kann. Leider hat es eine vierfache Schwäche gegenüber Feuer und gegen Flug, deswegen wird es nicht so oft eingesetzt, aber... Wenn man ein Matrifol aufsetzen lässt, das Ding ist unaufhaltsam und tötet alles. Außer ein Fiaro mit Priorität. Aber wir sind in der fünften Generation. Da juckt uns kein blödes Prioritätskack-Fiaro. Sturzflug-Vieh. Meh. War hier unten nicht ein Item? Ich glaube, da falle ich immer wieder drauf rein. Ich denke immer, das ist ein Item, aber da ist keins. So ein Mist, aber auch... Peach, du musst da raus, sonst wirst du gefressen. Unser Team ist auch nicht gerade das Beste, muss man sagen. Es hat große Schwächen. Es hat ziemlich große Schwächen, die sind echt nicht angenehm. Aber es kann auch viel, was die Gegner haben, einfach umhauen. Normaltypen, Käfertypen, Pflanzentypen, Gesteinstypen, können sie alles umhauen. Nur wenn es dann zu Psychotypen kommt oder zu Flugtypen, da gibt es ein paar Probleme. Vier unserer Pokémon sind schwach gegenüber Flug. Eines ist dagegen natürlich sehr effektiv, aber... Gab es da unten ein Item? Nö. Ach so, Mist. Raus hier, raus hier, raus. Gut. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ohne hier irgendwelche langen Kämpfe durchzukommen. Ein Limonip. Wisst ihr was? Draufgeschissen. Auf diesen Kampf. Du, Trainer. Du bist ein... Bist du ein Teenager? Denk ich doch mal. Wenn nicht, dann... Logan. Oh, er hat das Toxiped. Dreckstyp. Toxiped ist voll cool, ey. Wie zu einem komischen Reifen, Rollum, und dann wird es zu einem fetten 1000-Füßler oder 100-Füßler. Und es hat Verfolgung. Aua. Und ist dabei einfach viel zu schnell. Hat außerdem ein Schutzschild, also das Ding haut zu Anfang schon guten Schaden rein. Und kann sich schützen. Double Protect kannst du vergessen. Einziger Nachteil, die Verteidigungswerte natürlich. Leider. Und ein Praktibalk, das ist nicht so cool. Ein Praktibalk. Level 16 hat also Fels... Steinwurf. Dann bringen wir Schnitz raus. Schnitz ist gegen die Gesteinsattacke neutral mittlerweile. Und gegenüber Kampf sowieso neutral. Das heißt, wir können es gleich einfach weghauen mit unseren Feuerattacken, die uns auch boosten werden. Oh Gott. Hoffentlich so weit boosten werden, dass wir es umhauen können mit zwei Attacken. Bitte? Oh Gott, das könnte knapp werden. Komm schon, haus weg. Ansonsten muss ich das opfern, das mag nichts opfern. Knapp. So ein knapper Mist. Ah, Glückwunsch. Aber hast du auch die Stärken meiner Pokémon erkannt? Ja, das habe ich. Leider. Ich könnte zurücklaufen und mal heilen. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so dumm. Wow. Die Encounter-Rate in diesem Spiel ist echt extrem uncool. Wirklich. Bin ich voll nicht mehr gewöhnt. Voll nicht mehr gewöhnt, ohne Mist.
XY, also 6. Generation und Oras, läufst den Gras durch, kannst durchlaufen ohne Probleme. Und hier, ein Grasfeld, buff, Pokémon. Aus dem Nichts. Einfach so. Naja. Sollen uns ja nicht stören, denn wir wollen nur den Schädel haben. Und das werde ich in diesem Part auch machen, auch wenn es mich irgendwie wieder 40 Minuten dauern sollte, aber solange wir kein Pokémon in diesem Part verlieren, ist alles okay. Oder wir eine Regel brechen. Oder ausdehnen. Jop. Genau. Genau das ist es. Regeln brechen oder ausdehnen. Nee. Ein Ohrdoch. Yes, ein Ohrdoch. Das gibt Erfahrungspunkte. Oh yeah. Oh yeah. Ein wildes Ohrdoch, Level 15. Passend für unser Peach. Das erreicht dann mindestens Level 16. Und wir packen erstmal Egelsamen drauf. Um den Schaden von Duplex-Sheep ein bisschen zu kontern. Aua, aua. Oh. Das waren 18 Schaden. Das waren 6 Schaden pro Schlag. Aua. Wir heilen uns aber auf, wie viel? 31 zurück. Das heißt, jetzt können wir einen Schlafbruder machen und überleben noch. Anziehung. Dein Ernst. Es ist ein männliches Ohr doch. Was soll der Scheiß? Oh. Wieso habe ich bloß so ein Pech manchmal? Wieso? Erzähl mir das mal einer. 6 Schaden und 6 Schaden. Okay. Schlafbruder, komm. Jawohl. Und es trifft. Herrlich, herrlich. Was könnte ich heute eigentlich für ein Thema ansprechen, theoretisch? Was ich so in der Zukunft geplant habe für Projekte, generell. Ich möchte nach Möglichkeit alle The Legend of Zelda Spiele spielen. Das ist einfach so ein Ding, was ich machen möchte. Angefangen von der Timeline her, Skyward Sword bis runter zum Split Ocarina of Time. Auch wenn ich das Spiel nicht wirklich mag, aber eh. Manche Leute mögen es, manche nicht. Es hat eine Siedelbeere. Och, leck mich doch. Dann über die... Ich würde dann wahrscheinlich erst die Wind Waker Timeline gehen. Also die Timeline als Erwachsener. Dann die Timeline als Kind eventuell. Und dann die als neuer Link. Aber mal schauen, wie es laufen wird. Ich meine, es ist ein Projekt... Oder eine Planung für über 2 Jahre. Weil selbst wenn ich jeden Tag eine Folge bringen würde. Von 20 Minuten oder 25 Minuten. Oh wow, 1000 Erfahrungspunkte. Würde es noch ewig dauern. Bis ich irgendwann mal so weit bin, alles durchgespielt zu haben. Und das ist ungelogen viel. Also sehr viel. Auch wenn manche Zelda-Spiele man irgendwie in... Naja, gut... 20 Parts schaffen kann. So ist doch ja sowas wie Twilight Princess oder so ziemlich lang und heftig. So, wen wollen wir jetzt mal reinschicken gegen den Typen da vor uns? Ich schicke mir Peach rein. Hallo. Oh Gott, was soll das denn? Hallo. Ein guter Ranger erlangt große Kraft, ohne sie sich in der weiten Natur widersetzen müssen. Oh, ja. Irgendwie so. Bla bla bla. Ah, Ivanka. Ein Wegemag. Ach, super. Die Ranger spezialisieren sich auf keinen wirklichen Pokémon-Typen. Außer, dass sie nur Pokémon verwenden, die Tieren ähnlich sehen. Also sie verwenden jetzt keine Magnetilos oder Klicks oder so ein Zeug. Oder... Wie heißt das Zeug noch? Ist das denn Golem? Also sie verwenden eigentlich nur tierische Pokémon. Und keine Materialien oder Gebilde oder ungewöhnlichen Pokémon. Oh wow, Schnitz haut die Viecher mit einem Schlag kaputt. Gute Arbeit, Schnitz. Gute Arbeit. Man sieht auch, dass du deine Kräfte mit einem Pokémon verbindest oder so. Teilst. Meh. So, gib uns eine Beere. Eine gelben.
Eine Maronbeere. Das ist doch nett. Was man hier allein bewerkstelligt. Was? Was man nicht allein bewerkstelligt, kann man mit etwas Hilfe schaffen. Ich sehe, du verstehst, was ich meine. Mein Pokémon wäre ich nie von meiner Seite. Ist das nicht wunderbar? Ja, wunderbar. Da ist ein Trainer drin, glaube ich. Jo. So, jetzt lass uns zusammen erstmal schön durch, schön tief durchatmen. Bla bla bla. Einatmen und ausatmen. Jetzt kann der Kampf beginnen. Oh. Hast du einen... Du hast einen Sodamak. Cool. Die ersten Ranger hier im Spiel, die sind relativ nett und einfach. Die haben nämlich die... Naja, erstmal Terry, Bark und dann die drei Affen. Wovon Sodamak eigentlich das Schlimmste ist, wenn man einen falschen Starter hat. Oder nicht das Pokémon bei hat, was naja, einem helfen kann. Denn Sodamak ist ziemlich widerlich. Vor allem versucht es ganz zu paralysieren mit Schlecker, was nicht funktioniert. Und Peach bekommt ihren ersten Kill. Oder ihren zweiten Kill. Und erreicht damit Level 17 auch. Ziemlich schnell am Leveln, das Ding. Ziemlich schnell am Leveln. Synthese. Synthese. Wollen wir es mitnehmen? Nee. Können wir uns zwar heilen um eine Menge, aber im Endeffekt haben wir dann keinen Platz dafür, wenn wir Egelsamen spielen wollen. Ah, wisst ihr was? Scheiß auf Egelsamen. Ja, wobei, Egelsamen ist gut, aber es hat eine Verfehlchance. Egal. Weg mit Egelsamen. Wir haben zwei Pokémon mit Egelsamen. Unser WG-Bang hat ja auch noch so Egelsamen drauf. Und daher können wir es ja ein bisschen ersparen. Und die haben immer so einen, ah, würde gerade sagen, einen langen Monolog drauf, aber eine Piercive-Bäre ist auch nett. Mhm. Vor allem gegen sowas wie das zum Beispiel. Nein, das ist ein Dusogur. Oh Gott, Kurt. Nein. Wobei, das ist weiblich. Du bist nicht Kurt. Lass uns gehen. Oh wow, das war ein Ruckzuckhieb. Alter, hör auf. Hör mir auf, das war ja übel. Peachy kommt zurück. Peachy kommt zurück. Ach Gott. Okay, das Dusogur geht mir ziemlich auf den Nerven. Ich wollte sagen, so ein Pokémon wie Tuxipet. Mit Giftstachel zum Beispiel. Wirklich, brauchst drei Attacken dafür? Okay. Hau das Ding dann weg. Hau das Ding dann weg. So. Gleich müssten wir irgendwo ankommen, an dem Ort, wo es versteckte Items gibt. Minipilz. Bringt uns nichts viel. Nee, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Da oben ist ein Plasma-Typi. Heißt, wir sind kurz vorm Ende. Auch gut. Ja, wir wollen den Plasma-Typen denn umhauen. Ziehen wir mal Wegebang hinterher. Wegebang hat nicht so häufig Einsatz gesehen. Von daher, für Zeit. So dicht bist du uns also auf die Fersen. Ich werde dich aufhalten, damit meine Kameraden Zeit zum Fliehen haben. Zeit haben zum Fliehen. Zu fliehen. Bla 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 bla. Team Plasma-Team. Ich liebe es einfach. Nö, warum spielst du Nagelotz? Nagelotz. Plötzchen. Weh. Egelsamen. Falls, genau, Geduld. Gut. Kann man nämlich den Schaden umgehen, den es anrichten würde. Das heißt, noch eine Runde müssen wir aushalten. Dann können wir zurückschlagen mit Zertrümmerer. Deswegen machen wir immer noch Egelsamen. Deswegen spielt man auch das in die Geduldsattacke nicht. Wenn man Pech hat, ist es einfach total blöd und man kann nichts machen. Der Gegner setzt auf. Wir aber setzen nicht auf, wir greifen da einfach an. Hätten auch so schon angreifen können zweimal. Na, egal. Hau das Nagelotz weg. Kaboom. Weg mit dir. Wenn ich so richtig sehe, sind wir im nächsten Part schon in Stratos City. Wir und du. Du und wir. Ah. Da, 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 da. Ganz recht, meine Aufgabe war lediglich, dich etwas auszubremsen. Aber wenn du dich nicht beeilst, wirst du mich und meine Kameraden kaum erwischen. Okay. Ah, Moment, wir sind noch gar nicht am Ende.
Dann müsste noch ein Ranger kommen da oben, ne? Nee? Nicht hier. Dann da vorne, unter einem Grasfleck. Hm. Hier? Nein. Das ist der da oben. Nein, das ist der hier unten dann. Ja, was soll's. Hallo. Eins mit der Wildnis zu werden und mit den Herzen der Pokémon zu sprechen, das zeichnet einen Pokémon Ranger aus. Ja, das hieße dann, N wäre eigentlich ein perfekter Pokémon Ranger. Hm, interessant. Grillmark. Ach, hätte ich schon mal drauf blicken können. Level 18. Oh. Oh. Oh oh. Level 18 ist ein bisschen heftig. Nur ein bisschen, nicht viel, nur ein bisschen, ganz klein wenig. Ui. Einäschern. Oh, du mieses Drecksvieh. Hätten wir jetzt eine Beere, wäre die verbrannt gewesen. Naja, Felswurf. Okay, ich nehme es zurück. Grillmark ist am schlimmsten. Gerne. Einäschern. Wahrscheinlich Kratzfurie. Igitt. Hör mir auf. Widerlich. Widerlicht. Konntest du die Wildnis spüren, von der ich spreche? Nein. Gib mir eine Piersiff-Beere. Wobei, Astrina mag ich auch. Er ist ein Item, das möchte ich unbedingt haben. Also müssen wir hier unten durch. Ein Ordoch. Ordoch. Yes, noch ein Ordoch. Geil, jetzt kriegen wir noch per Level-Ups. Ne, ein Wegimak. Wegimak? Ha. Huh. Mano. Ich hatte echt gehofft, dass wir jetzt noch ein Ordoch finden für Level-Ups. Naja, haben wir das Wegimak. Oh Gott, das macht ja gar keinen Schaden. Ah. Oh. Ist die Paralyse, ey. Hör mir auf. Okay, Schnitz kommt rein. Schnitz haut das Ding um. Kein Problem. Aber dass wir mit... Wie viel Prozent Chance hat es... Also gibt es hier, dass man ein anderes Pokémon findet, außer Ordoch im raschelnden Gras. Das gibt's da gar nicht. Au, au, au. Wir schlagen zurück mit der Nitro-Ladung. Ich schau mal kurz. Ups. Ewigen... Alt. Besser. Ah, meine Quelle. Natürlich der Poke-Wiki. Pokédex quasi. Wilde Pokémon. Wilde Pokémon. Raschelndes Gras. Ach du Kacke. Ach du Scheiße, was? Wegebergereich Level 18 ist auch nett. Zu 65%, oh doch, zu 10% jeweils Wegimak, Grillmak und Sodamak. In Schwarz zu 5% ein Elfhuhn. Und in Weiß zu 5% ein Dressella zwischen Level 15 und 17. Du heilige Scheiße. Heftig, also... Hätten wir ein raschelndes Gras genommen und hätten da dann so ein Dressella gefunden, das wäre ordentlich krass geworden. Naja, haben wir leider nicht. Müssen wir in den Evolutionsstein reinschmeißen. Ist auch okay. Aber ich will unbedingt das Item da oben haben. Ja, du kleines Limmenip, lass mich mal in Ruhe. Ich muss hier durch. Ich will das Item haben und gleich den Part beenden, nach Möglichkeit. Irgendwie in den nächsten paar Minuten. Durchrennen. Und warten und... Item. Strauchler. Nett. Kann theoretisch unser Affe lernen, oder? Kannst du es lernen? Bitte kann es lernen. Sogar die beiden können es lernen. Ist ja interessant. Okay, Wegebang, du lernst Strauchler. Hast wenigstens mal eine Angriffsattacke, die auch was bringt. Bei deinem Angriff. Vergessen lassen wir dafür den Drankenhieb. Bei dem brauchst du nicht, wenn wir speziell angreifen mit dir. Hast ja eh, oder? Du hattest doch das Wesen dafür, oder? Oder minus Angriffswesen hattest du. Ja, auf jeden Fall. Es bringt auf jeden Fall mehr, als wenn wir Drankenhieb drauf haben. Peach können wir eigentlich auch beibringen, theoretisch. Aber wir haben Megasauge drauf. Das heißt, wir brauchen jetzt aber keinen Strauchler. Der Rest ist zum Aufsetzen und zum Heilen. Und du könntest es rein theoretisch lernen, statt Tackle. Und du brauchst es nicht.
machen wir aus Juxendollerei Schnitz einfach mal so ein bisschen was geben, was es einsetzen kann gegen Gesteinstypen, die gegen Armstoß immun sind oder so, keine Ahnung. So, Strauchler aktiviert, aktiviert und tschüss, Tackle. So bescheuert, dass das lernen kann. Muss ich echt sagen, das ist wirklich ein bisschen bekloppt. Wäre ich nie drauf gekommen. Ehrlich. Oh nein, ein Strawickel. Was soll ich bloß nur tun? Wie wäre es mit Flüchten? Aber oh nein, wir sind paralysiert. Und oh nein, wir sind entkommen. Ja, 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 ja. Los. Raus aus diesem Gras. Muss das wirklich sein, du Lil Minip? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Das ist wirklich schlimm mit der Encounter-Rate hier. Wirklich. Es ist ein wenig übertrieben. Und ja, ich nehme heute ein bisschen früher auf, statt irgendwie 18 Uhr rum, um 16 Uhr, weil ich es kann. Und weil mir gerade ein bisschen langweilig war, deswegen aufnehmen ist immer ein guter Zeitvertreib. Da kann man auch ein bisschen früher die Folge hochladen und alles. Hat man am nächsten Tag nicht so viel zu tun. So. Oh, das ist doch nicht wahr. Ah, ich krieg zu viel. Ich glaube, ich werde heute auch eventuell im Verlauf des Tages dann noch Shovel Knight aufnehmen. Also das Add-on. Das Gratis-DLC. Mit wem geben wir denn da rein? Den Robinator, der war heute noch gar nicht im Einsatz. Hallo. Hallo. Wie jetzt? Deine Kameraden wurden von einer halben Portion wie dir besiegt? Wie dem auch sei, deine Reise endet hier. Okay, bye bye. Zeig, was du kannst, Plasma-Rüpel. Der du anscheinend der Anführer bist von dieser Bande. Mit deinem Nagellotz, gut, haben wir ein wirksames Mittel gegen. Level 14. Ey, die kommen mit Level 14 Pokémon hier an. Und in der Arena Level 20. Das ist doch ein Witz. Das ist ein harter Witz. Mal im Ernst. Meh. Sei besiegt. Noch ein Nagellotz. Ich mag dieses Battlefield. Man kann es so. Man kann es einfach krass remixen. Teilweise. In vielen Variationen. Oh, Garnovil. Cool. Hau das Garnovil. Hau das Garnovil weg. Okay, er ist Level 14. Nur, muss man sagen. Die Verteidigung 22. Können wir theoretisch machen und rauswechseln. Wie viel brauchst du noch für Erfahrungspunkte? Nein. Okay. Wechseln auf Peach. Der Erfahrungspunkte halber. Weil mit Robinator bringt es so nix, wenn wir jetzt das umhauen würden. Die sind nämlich schon ein paar Level drüber. Biss. Okay, das hat ein bisschen was gemacht. Haben wir noch einen Trank übrig, den können wir mal einsetzen. Und die Sperre wirkt erst für den nächsten Arena-Kampf. Das heißt, ich kann noch ein bisschen hier rum chillen mit den Tränken. Und noch einen Megasauger. Und es ist ein One-Hit. Limonip hat eine ungewöhnlich hohe Spezialangriffsrate. Oder einen ungewöhnlich hohen Spezialangriff überhaupt. Für eine erste Stufe. Es sollte eigentlich eine Entwicklungsstufe oder eine Entwicklung sein mit drei Stufen. Aber irgendwie haben sie die zweite Stufe einfach rausgeschnitten. Keine Ahnung warum. Man weiß nicht warum. Ich würde es gerne wissen. Aber nun gut. Ist das schon gut? Hier ist der gestohlene Drakoschädel. Dankeschön. Der ist schön. Ja.
Können wir jetzt unseren Traum, den Traum seiner Majestät etwa nicht mehr in die Tat umsetzen? Hallo. Oh, wie war dein Name noch? Genau. Ceruleus. Oder... Caerulus. 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 Ceruleus. Cellulite. Ich weiß es nicht. Alles in Ordnung. Oh, mein teurer Freund, der du unserem König ewige Treue geschworen hast. Weiser Ceruleus, Cellulite. Ich bin untröstlich, der Drakoschädel wurde uns einfach wieder gestohlen. Gräme dich nicht. Der Verlust des Drakoschädels ist absolut zu verschmerzen. Unsere Nachforschungen ergaben, dass er nichts mit dem legendären Pokémon zu tun hat, das wir suchen. Allerdings können wir keinerlei Risikofaktoren dulden. Ich werde dafür sorgen, dass du uns nie wieder in die Quere kommst. Ich hätte gern gegen ihn gekämpft, muss ich sagen. Oh, was sagt man dazu? Ich bin gekommen, weil die Käfer-Pokémon aufgeregt waren. Oh. Doch dann treffe ich auf so einen Wichtigtour. Bist du hier, um deinen Kameraden zu helfen, die ich vorhin besiegt habe? Alter, willst du mich verarschen? Ich habe die alle besiegt und du solltest der Wache stehen und nicht zurückkommen? Was wäre geschehen, wenn die jetzt abgehauen wären? Idiot! Oh Gott. André, Arti. Oh Gott, Aloe, André, Arti. K. Ne, ich meine A. Oh. All die anderen hatten nichts dabei. Wer ist das hier? Der Anführer? Ich bin einer der 7 Weisen von Team Plasma. Geziz. Zur Info, Geziz ist die absolut ekelhafteste Tonlage oder Tonfolge, die es gibt. Gehört ebenfalls zu unserer Vereinigung. Und setzt sich redegewandt für die Befreiung der Pokémon ein. Der Rest der 7 Weisen gibt Team Plasma den Befehl, den Leuten die Pokémon wegzunehmen. Aber wie ich sehe, stehen unsere Chancen im Moment schlecht. Arti mit seinen Käfer-Pokémon und Aloe mit ihren Pokémon vom Typ Normal. Wie hat es ein weiser Mann vor langer Zeit noch gleich so treffend formuliert? Wenn du einen Feind und dich selber kennst, brauchst du den Ausgang nicht von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wir ziehen uns erstmal taktisch zurück. Ist es ein Zitat eventuell von Napoleon? Ich weiß es nicht. Aber seid gewarnt. Um die Pokémon zu befreien, nehmen wir sie den Trainern weg. Ihr mögt zwar Arenaleiter sein, dennoch werden wir keine weiteren Störungen dulden. Eines Tages werden wir die heutige Angelegenheit miteinander klären müssen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Haha, haha, Cellulite, ha. Gut, zu Fuß sind sie ja. Was meinst du, Arti? Sollen wir sie verfolgen? Nein. Den gestohlenen Drakoschädel haben wir wieder. Das ist die Hauptsache. Treiben wir sie jetzt noch so sehr in die Enge, könnten sie noch mehr Wind machen. Also, Aloe, ich mache mir dann auf den Weg zurück. Also dann, ich erwarte dich in der Pokémon-Arena von Stratos City. Das wird ein Spaß. Nein, wird es nicht. Nicht für dich, für mich ja. André, das ist der Drakoschädel, den du in den Händen hältst, richtig? Na, oh, ich wollte ihn noch behalten. Er ist wahrscheinlich sehr viel wert. Vielen Dank, André. Dein Pokémon-Team ist bestimmt glücklich, einen so lieben Trainer wie ich zu haben. Hier, als kleines Dankeschön, setz ihn gut ein. Ein Mondstein. Mondstein wickelt man Insomnian mit. Super. Das ist ein Mondstein. Es gibt Pokémon, die sie mit Hilfe dieses Steins entwickeln. Also, ich bringe den Drakoschädel jetzt wieder zurück an seinen Platz im Museum. Mach's gut. Adios, Muchacho. Amigo. Amiga. Ist ein Amiga. Weiblich, bla bla. Und so. So. Item nicht vergessen. Die Wundersaat. Haben auch endlich mal ein Pokémon für unser Wegemark. Das ist doch cool. Wegemark, ich mein Wegebang. Ich hab hier ein Item für dich. Und es ist eine Wundersaat. Die erhöht den Schaden von deinem Strauchler. Und das ist wunderbar. Auf jeden Fall. Und wir wollen hier raus aus dem Wald. Oh, das ist ein Wanderer. Du willst nicht kämpfen, oder? Also die Bäume, die hier gefällt und nach Maria City aus in die ganze Welt kommt. Okay. Geh mal raus aus dem Wald. Ich meine, müssen wir nicht mehr hier drin bleiben.
So. Können wir uns eigentlich. Nee, wir können uns nicht hinsetzen, ne? Sechste Generation-Feature. Aber wir sehen im Hintergrund schon dahin, wohin wir im nächsten Part gehen werden. Also in der morgigen Folge. Stratos City. Mit dieser episch langen Brücke, die wirklich episch und lang ist. Auf der nichts zu finden ist. Außer, ich glaube, wilde Pokémon eventuell. Aber nun gut, ich beende den Part. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dieser ein bisschen wieder längere Part, dann könnt ihr natürlich, wie am Anfang gesagt, gerne ein Like hinterlassen, um den Kanal zu unterstützen. Ihr könnt auch gerne abonnieren, kommentieren, die Frage der Folge nicht vergessen. Was ist eure Lieblingstrainerklasse in diesem Spiel? Also in der 5. Generation. Explizit 5. Generation. Und ansonsten hört man sich im nächsten Part. Bis dahin und ciao, ciao.